Die Völkerwanderung. Noch heute weiß niemand, was während dieser Wanderung der germanischen Völker und Stämme genau passierte. Doch eines steht fest vor 2000 Jahren begann sich das Europa zu ordnen, das wir heute kennen. In Frankreich wurden das Baguette und das Straßencafé erfunden. In Deutschland Wurst und die Autobahn. In Italien der Motorroller. Und in Dänemark die beliebten Ferienhäuschen. Unsinn. Es gab natürlich keine Autobahn. Und es gab auch keine Nationen wie Frankreich oder Deutschland. Vor 2000 Jahren gab es nur Siedlungsgebiete von Stämmen und Völkern. Und die setzten sich in Bewegung. Zuerst im hohen Norden, in Jütland. Können wir das mal auf die Wand haben, bitte? Aber klar, Jütland. Ja, wo war es doch gleich? Wo heute Schleswig-Holstein ist und Dänemark. Oh! Es war kalt, es war unwirtlich. Die Kimbern und Teutonen lebten dort. Sie hatten von reisenden Händlern gehört, dass es weit, weit im Süden besser sein soll. Machen wir mal den Test: Wetter, Jütland. Regen, Wind, Sturmfluten. Süden. Sonne, ewiger Frühling. Punkt für den Süden. Küche. Jütland. Getreidegrütze und Fische. Süden. Süße Früchte, berauschende Getränke, Eiscreme. Wieder ein Punkt für den Süden. Geld. Jütland. Bittere Armut. Süden. Kultiviertes Land, unvorstellbare Reichtümer, Gold, edle Stoffe. Ja, ich glaube doch. Süden. Platz. Jütland. Echt sehr voll. Was das Küchenproblem noch verschärft. Süden? Auch schon voll. Vor allem mit Römern. Ein Minuspunkt für den Süden, aber auch der einzige. Der Süden gewinnt. Ziemlich deutlich. Regen, Wind, Fische klingt nach unserem letzten südurlaub Eben. Die Kimbern und Tortonen machten sich auf den Weg mit Kind und Kegel. Da kam es zu Staus vor dem Elbtunnel. Würdest du dich bitte mit um Technik kümmern, ja? Okay. Es gab Ochsenkarren, wenn überhaupt. Dafür reiste man schwer bewaffnet. Wer sich den Kimbern und Teutonen in den Weg stellte, hatte Pech. Keine Verkehrspolizei? So, nimm doch mal die Kimbern. Und das sind die Teutonen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die folgenden Informationen von uns leicht vereinfacht wurden. Tja, sie machten ganz schön Strecke, ließen sich aber etwas treiben. Die Germanen waren damals ziemlich emotional. Es gab keine Karten, sie hatten keine Ahnung, wo es langgeht. Hui, die waren sicher ein paar Monate unterwegs, oder? Monate? 20 Jahre, so um die 100.000 Leute immerhin. Aber am Ende fanden sie Italien doch. Da Happy End. Kein Happy End, denn da waren die Römer. Folgende Konstellation. Die Römer, eher klein, sauberer Haarschnitt, diszipliniert, gut gepanzert und bewaffnet. Auf der anderen Seite die Germanen. Ziemlich groß, Ungepflegtes Auftreten von Disziplin? Keine Spur. Dafür sehr, sehr laut und wild. Das hat die Römer am Anfang aus dem Konzept gebracht. Sie verloren einige Schlachten gegen diese großen blonden Kerle. Nach kurzer Schockstarre haben die Römer dann aber zügig reinen Tisch gemacht. Du kannst die Figürchen da jetzt wieder wegnehmen. Ganz weg? Ganz weg. Eieiei. Du sagst es. Ein böses Ende für Kimbern und Teutonen. Doch ab jetzt, also so ab 100 vor Christus, hatten die Römer ein Germanenproblem, denn ein Blick auf die Landkarte zeigt Oben Germanen, unten Römer. Oh, das riecht verdammt nach Ärger. Allerdings. Die Römer fühlten sich bedrängt und bauten im zweiten Jahrhundert nach Christus eine Mauer, den Limes. Was, damals schon? Aber ja, mit einem Schild dran. Wir müssen draußen bleiben. Ein typischer Denkfehler. Wieso? Die meisten Germanen konnten nicht lesen, waren aber von Natur aus ungeduldig. Außerdem wurden sie plötzlich selbst angegriffen, denn um das Jahr 375 kamen die Hunnen. Die Hunnen, eine höchst ansteckende Abart der Vogelgrippe, die im 4. Jahrhundert ganze Stämme befiel und in die Flucht trieb. Symptome: Fieber, Husten, Hautausschlag und echt schlimmer Durchfall. Die Hunnen waren ein asiatisches Reitervolk, das von Osten in Europa einfiel. Zuerst trafen sie die Goten, die aus Skandinavien kamen, am Schwarzen Meer. Und die flohen tatsächlich vor ihnen nach Westen. Da waren die Römer. Und die kamen diesmal wirklich ins Schwitzen. Denn jetzt kamen Germanen von allen Seiten. Die Hunnen trieben alle vor sich her. Die Goten teilten sich auf ihrem Zug in die Ost- und die Westgoten. Sie gründeten eigene Reiche auf dem Balkan, in Spanien und auf der Krim. Da, da und da. Mensch, zappt nicht so still! Die schweben zogen bis nach Spanien. Die Franken rückten ein Stück links rüber. Die Vandalen flohen vor den Hunden bis nach Nordafrika, oh. wo sie die Römer rauswarfen und ein Reich gründeten. Hoppla, die Vandalen sind mir jetzt runtergefallen! Macht nichts, die sind eh bald weg. Echt? Es war ein ziemlicher Stress für die Römer. Das meiste, was sie in den Jahrhunderten davor erobert hatten, ging in nur 100 Jahren verloren. Zum Beispiel Britannien. Die Angeln und Sachsen stiegen an der Nordsee in die Boote und eroberten das heutige England. Und Erfanden die Popmusik und Fisch und Chips. Nachdem 410 die Westgoten Rom plünderten und danach 455 die Vandalen, kam im Jahr 493 das Ende des römischen Reiches. Die Ostgoten eroberten Rom und ganz Italien. Super, die haben es geschafft. Jeden Tag an den Strand, Orangen essen und abends ein schönes Weinchen, Boccia spielen. Herrlich. Du stellst dir das vereinfacht vor. Eigentlich war das Leben der Völker im Süden. Schauen wir uns das Geschehen einmal auf der Tabelle an. Auf den Abstiegsplätzen finden sich die Kelten und der ex Extabellenführer Rom. Die Hunnen sind abgerutscht und haben die Tabellenführung an die Westgoten abgegeben. Verfolger sind Ostgoten und die Vandalen, die für ihr extrem körperbetontes Spiel bekannt sind. Im Mittelfeld finden sich mit den Sachsen, den Franken und den Langobarden drei junge Teams, die stark im Kommen sind. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber warum denn nichts habt? Außerdem fehlen da die ganzen Völker, die nördlich der Alpen auf Wanderschaft waren. Wir kommen nun zu den Regionalliga-Ergebnissen. Die Sachsen etwa? Die hatten wir doch schon. Die haben nach England rüber gemacht. Nicht alle, Zip. Ein kleinerer Teil der Sachsen wollte nicht mit ins Ausland. Sie zogen nach Süden an die Elbe, aufs Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt. Der Rest blieb im Norden. In Niedersachsen? Ja, daher heißt das heute so. Zwei Figürchen dahin, bitte. Und auch andere der deutschen Länder, die wir heute kennen, gehen auf diese Zeit zurück. Ach was? Fällt dir eines ein? Ähm, na, äh, Thüringen? Sehr schön. Die Thüringer, die kamen die Elbe runter in den Südosten und siedelten dort. Äh, nein, dort, mehr rechts. Die Alemannen zogen von der Elbe nach Süddeutschland, ins heutige Baden-Württemberg. Die Katten blieben, wo sie waren, ziemlich genau in der Mitte, genau, in Hessen. Bodenständige Leute. Nach dem Ganzen hin und her war plötzlich an der Donau Platz und den nahmen die Bajuvaren ein. Die kamen von Osten aus dem heutigen Tschechien. Sind das die Bayern? Genau. Und während die germanischen Reiche am Mittelmeer bis zum 8. Jahrhundert alle wieder weg waren, was bleibt über? Na? Die Siedlungsgebiete der Stämme in Mitteleuropa. Von ihnen reicht eine direkte Linie zu den heutigen Ländern in Deutschland. Von dort reichen direkte Linien zurück nach Italien, Spanien und Nordafrika. Wieso das? Nach Fluglinien, Charter und Economy, denn der Germane will einfach in den Süden, in Horden und bei der Landung immer okay, klatschen. Okay, so viel für heute. Nächstes Mal geht es darum, wie die Franken Europa erobern. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.